Wie Sie vorhin auch erwähnt haben, haben Sie ja zwei Preise erhalten. 2010 den deutsch-türkischen Freundschaftspreis und 2018 den deutsch-türkischen Dialogpreis des deutsch-türkischen Unternehmervereins in der Metropolregion Nürnberg, unserem Mitgliedsverein TIAT. Freut man sich über solche Auszeichnungen, auch wenn man bereits seit 1984 Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande ist oder weitere zahlreiche hochrangige Auszeichnungen bereits entgegennehmen konnte? Offen gestanden habe ich mich über die beiden Preise mehr gefreut als über die Auszeichnung des Bundesverdienstkreuzes oder des Bayerischen Verdienstordens. Denn beide Auszeichnungen haben mit der Dauer meines politischen Engagements und mit Ämtern zu tun, sodass man die dann vielleicht fast automatisch kriegt. Während die beiden Preise von der türkischen Community gezeigt haben, dass meine Bestrebungen, Kontakt zu den hier lebenden Türken zu kriegen, erwidert worden sind und auch ja dankbar aufgenommen worden sind und erwidert worden sind. Ich habe ja hier wirklich auch viele Freunde gefunden in der türkischen Community, und habe dafür gesorgt, dass bei uns auf der Stadtratsliste immer wieder auch türkischstämmige aufgestellt worden sind. Das war nicht sehr erfolgreich, weil die Wähler nicht so fortschrittlich waren wie ich. Aber ich habe da über diese Auszeichnung mich wirklich sehr gefreut, aber auch für die vielen Gespräche, die da entstanden sind. Ja, herzlichen Glückwunsch nochmal.